Wir hatten besten Sonnenschein und dann habe ich mich dafür entschieden, eine 40-Minuten-Aufnahme komplett zu versemmeln, nur weil die Belichtung meiner Kamera falsch eingestellt war. An alle Kids da draußen, die sagen, oh, YouTube ist so geil. Ich will YouTuber werden. YouTube ist der beste Job der Welt. Nein! Kyoto, im Sommer zu heiß, im Winter zu kalt und trotzdem eine der geilsten Städte, in denen ich je gelebt habe. 1,5 Millionen Einwohner und im Jahr 2019 fast 88 Millionen Touristen. Was zum Teufel? Das hat natürlich seine Gründe. Kyoto ist eine der geilsten Städte der Welt und eine der bekanntesten Städte ganz Japans. Was ganz einfach daran liegt, dass die Kombination zwischen Stadt und Natur einfach so perfekt ausgewogen ist, dass sie hier alles machen können. Ob Party, Restaurants, Kultur, Naturausflüge, was auch immer. Ihr könnt es euch überlegen, ihr könnt es hier machen. Heute gibt es 7 Secret Spots, die auch in Zeiten von Massentourismus nicht so voll sind wie die ganzen anderen Orte, die man in Kyoto so besuchen kann. Ab geht's! Tja Leute, was soll man da machen? Eiskaffee? Was für ein abnormaler Regen. Hey, wir machen mal wieder ein Video. Na, Tropf. Ich lebe jetzt seit fast einem Jahr in Kyoto und habe noch vor, hier weitere 5 bis 6 Monate zu leben. Insgesamt habe ich aber die letzten 10 Jahre Kyoto schon 5-mal besucht und habe ja am eigenen Leib mitbekommen, wie der Tourismus in Kyoto maximal explodiert ist. Das hat dafür gesorgt, dass ich vor 2 Jahren gesagt habe, ich werde diese Stadt nicht weiter besuchen, aber durch die spezielle Situation in der Pandemiezeit ist diese Stadt wie leergefegt und ich habe gesagt, komm, ich ziehe nach Kyoto. Es ist die letzte Chance, diese Stadt wahrscheinlich ohne Tourismus zu sehen und guck sie mir mal etwas genauer an. Dabei habe ich einige coole Spots gefunden, die ich euch unbedingt heute mal vorstellen will, sodass auch ihr die Chance habt, euch ein bisschen zurückzuziehen, wenn wieder eure Zeit gekommen ist, nach Japan zu reisen. Ab geht's, Spot Nummer 1. Der Choraku-ji. Der Choraku-ji liegt etwas, ja rechts könnte man sagen, vom Maruyama-kōen, übrigens mein Lieblingspark in ganz Kyoto, vermutlich sogar mein Lieblingspark in ganz Japan. Ist nicht unbedingt der unbekannteste Spot in Kyoto, aber durch seine etwas ungewöhnliche Lage, so ein bisschen im Dschungel Kyotos drinne, könnte man fast schon sagen, finden den nicht allzu viele Leute. Geschichtlich gesehen ist der Schrein nicht ganz uninteressant, denn der wurde bereits 805 von dem krass bekannten Mönchen Saicho gegründet, der in Japan einfach eine Legende ist. Außerdem gab es da noch eine krasse Aktion mit einer Mutter von einem Kaiser, die sich dort zur Nonne hat erklären lassen und den Kopf hat rasieren lassen. Es gab einige Rivalitäten zwischen irgendwelchen Clans. Und dieser Ort ist eigentlich auch ein halbes Museum mit einem richtig geilen japanischen Garten, den man von ein paar coolen Tatami-Matten aus richtig gut genießen kann. Der Eintritt sind 650 Yen, womit immer mal wieder gesagt wird, dass er etwas ja, kostenintensiver sei. Ich finde, 500 Yen hätten es auch getan, aber es ist wie immer für einen guten Zweck, von daher sind 650 Yen auch absolut in Ordnung. Spot Nummer 1, der Choraku-ji, vielleicht nicht der unbekannteste Spot, aber trotzdem relativ leer. Ab geht's zum nächsten Spot, Nummer 2. Der liegt hinter einem der bekanntesten Spots ganz Kyotos und zwar dem Chion-In-Tempel. Hinter dem Chion-In-Tempel gibt es hier an dieser Stelle auf dem Berg eine Glocke und zwar die Ogane. Von diesen Glocken gibt es in ganz Japan nur 3 Stück. Das ist also eine ganz besondere Glocke, die zu Neujahr 108-mal geläutet wird. Ich selbst war bei der Prozession dabei gewesen im Jahr 2020 aufs Jahr 2021. Durch die Corona-Situation alles etwas abgesperrt, aber nichtsdestotrotz seit über 10 Jahren wollte ich diese Glocke läuten hören. Zu Neujahr hat man die Chance. Wenn ihr hinter dieser Glocke hier so ein bisschen in den Dschungel lauft, kommt ihr an einer Treppe an. Die Treppe hochgelaufen, findet ihr auf der rechten Seite ja so eine Art Höhle mit so ein paar Grabsteinen, ein ja, heiliger Ort in diesem Gelände. Und auf der rechten Seite findet ihr diesen verlassenen Tempelkomplex. Ein unglaublich, ja, für mich spiritueller Ort mit einer Menge Energie, einer Menge Mystik, die da abgeht. Von da könnt ihr übrigens auch komplett in den Dschungel reinlaufen und könnt da wandern, Stunden über Stunden. Dieser verlassene Tempel, auf jeden Fall eine Secret-Spot-Empfehlung, wo nicht viele Leute hingehen. Und wenn ihr Leute trefft, dann meistens nur Japaner. Ab geht's zu Spot Nummer 3. Dem Higashiyama Mount Peak Park Observatory oder ganz einfach gesagt Aussichtsplattform auf dem Berg.
Und zwar gar nicht so weit entfernt von einem sehr bekannten Spot, der Shogunzuka. Die Shogunzuka, da gibt es eine eigene Episode auf dem Kanal drüber, gerne mal gucken. Ein sehr bekannter Spot, ein sehr faszinierender Spot. Und zwar rankt sich dort die Legende, dass ein japanischer Kaiser den Berg hinaufgestiegen sei, über Kyoto geschaut hat, beziehungsweise noch über das nicht existierende Kyoto und sich dann entschieden hat, geiler Ort, hier baue ich die Stadt Kyoto. Außerdem gibt es da noch eine andere coole Legende, aber dazu mehr in meiner Episode. Heute geht es aber um den Spot etwas in der Nähe von der Shogunzuka. Und zwar, wenn ihr die Straße hier runterlauft, dann findet ihr eine weitere Aussichtsplattform, die euch nichts kostet, keinen Eintritt kostet und die bei Jugendlichen sehr beliebt ist. Und zwar wegen der Aussicht bei Nacht. Wenn ihr da nämlich nachts hochkommt, dann habt ihr eine richtig gute Aussicht über Kyoto bei Nacht. Dementsprechend ist der Ort da oben auch ein bisschen, ja, vermüllt, muss man sagen. Aber dafür ist es umsonst und es kommen auch nicht so viele Leute da hoch, gerade nachts. Und wenn, auch dort wieder meistens nur Einheimische. Am Tage ist diese Plattform durchaus auch ein bisschen besucht, weil die Busse da halten und weil der Parkplatz da ist. Aber deswegen dieser Secret Spot, ganz besonders bei Nacht, eine Empfehlung für euch. Auf geht's zu Spot Nummer 4. Kyoto ist auch bekannt für zwei ganz besondere Samurai. Und zwar Sakamoto Ryoma und Nakaoka Shintaro. Diese beiden wurden übrigens nicht weit weg, 5 Minuten Fußweg von meinem Apartment in Omiya, ermordet. Und zwar ungefähr 120 Jahre zuvor. Die beiden sind in Kyoto extrem berühmt und ihr findet auch im Maruyama-Kuren eine wunderschöne Statue von den beiden. Und ich war sehr überrascht, als ich diesen Secret Spot Nummer 4 gefunden habe. Denn nicht weit von der Plattform Spot Nummer 3, den ich gerade beschrieben habe, wenn ihr hier wieder runterkommt, dann findet ihr zwischen dem Daimyo Jinja und dem Kyoto Ryusen Gokoku einen Friedhof und einen weiteren kleinen Schrein. Dort liegen diese beiden begraben und man hat eine fantastische Aussicht auf die Stadt Kyoto. Da gibt es so eine kleine Aussichtsplattform. Und da sagt man, dass die beiden heute noch über die Stadt Kyoto wachen und drüber schauen. Ein Ort, der erstmal nicht ganz so einfach, ja, zu finden ist und nicht unbedingt in jedem Reiseführer steht, von mir eine absolute Empfehlung. Definitiv ein Secret Spot, ein sehr ruhiger, ein sehr stiller Ort und ein sehr andenklicher Ort. Die 4 Orte, die ich euch gerade beschrieben habe, liegen übrigens auch sehr nah beieinander. Das heißt, wenn ihr diesen einen Ort besucht, startend bei Spot 1 im Maruyama-Kuren, dann könnt ihr so ein bisschen euren Weg durchmachen. Wie ihr dabei lauft, ist völlig egal. Die Spots liegen definitiv nah genug beieinander, um sie an einem Tag zu besuchen. Bevor wir die nächsten 3 Spots besuchen, brauche ich ja erstmal einen Schluck Kaffee, Freunde. Bei dem ganzen Regen hier. Tja, was soll man sagen? Tsuyu in Japan. Für die nächsten 3 Spots tauchen wir ein bisschen ins Herz Kyotos ein, ein bisschen in den Dschungel, Freunde. Es wird ein bisschen mystischer und wir besuchen auch eine ganz besondere und wirklich bemerkenswerte Person auf dem Weg. Spot Nummer 5 verbirgt sich hinter einer der krassesten Touristenattraktionen in ganz Kyoto. Der Inari Jinja. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, sind diese tausenden von roten Tore weltbekannt, findet sich immer wieder auf Kalendermotiven und weiß ich wo, Postkarten, super, super bekannt. Beim Inari Jinja ist es so, wenn ihr da reinkommt, dann müsst ihr ja theoretisch, um die Spitze des Inari Jinjas zu erreichen oder beziehungsweise die Spitze des Inari Bergs, müsst ihr den Berg hochwandern. Desto weiter ihr dabei kommt, desto weniger Touristen findet ihr vor. Und es gibt eine ganz interessante Stelle genau hinter dem höchsten Punkt des Schreins. Und zwar genau hier. Denn das hier ist die Spitze vom Berg Inari. Und in der Regel bin ich meistens immer hier lang gelaufen, was ich euch übrigens auch nur absolut empfehlen kann. Eine wunderschöne, naturbelassene Anlage da. Total tiefer Kyoto-Dschungel und auch im Hochsommer absolut auszuhalten. Zwar ein Haufen Mücken, Haufen Moskitos, die euch kaputt stechen, aber ja, es ist sehr kühl und sehr feucht dort, absolut auszuhalten. Aber wenn ihr an dieser Kreuzung seid und dann nicht hier lang geht, wo ich immer lang gegangen bin, sondern hier, dann taucht ihr wirklich ins Herz Kyotos ein und vor allem auch ins Herz vom Inari-Berg. Denn wenn ihr hier lang geht und dann diesen kleinen Weg hier runter, dann findet ihr am Ende den Oiwa-Okami-Schrein. Hier vorm Oiwa-Okami-Schrein gibt es auch eine kleine Hütte, zu der es auch eine kleine niedliche Geschichte gibt. Denn in dieser Hütte, die schon komplett auseinanderfällt, lebt eine ältere Dame in den 90ern komplett autark. Es gibt jemanden, der ihr den Einkauf dort hochbringt, aber ansonsten verlässt sie nie ihr Haus, hat da eine wirklich bemerkenswerte Anlage, in der sie lebt, direkt neben, ja, komplett verlassenen, könnte man sagen, kleinen Schreinen, die noch zum Inari gehören. Meine Theorie ist auch, dass diese komplette Anlage mal ursprünglich zum Hauptschrein gehört hat, aber irgendwann kein Tourist mehr dorthin gegangen ist und dann die Anlage mehr oder weniger totgelegt wurde und jetzt nur noch Leute wie ich, die verrückt genug sind, überall rumzulaufen, diese Anlage überhaupt noch finden.
Meine absolute Empfehlung also, hier mal runter zu gehen und dann hier hoch, diesen kleinen Pfad, den man hier auf Google Maps gar nicht sehen kann, euch durchzuschlagen und dann bis hoch zur Plattform, die Oiwa Okami Schreinplattform. Absolut empfehlenswert. Vielen Dank nochmal an meinen Freund Justin, der mich dorthin gebracht hat. Ein absoluter Geheimtipp. Von hier aus könnt ihr übrigens auch hier hochlaufen und findet ja einige Wälder vor, die fast schon so ein bisschen aussehen wie in Kanada. Ich zeige euch hier mal ein paar Drohnenaufnahmen, Freunde. Eine absolut empfehlenswerte Gegend zum Wandern und wirklich ja das Herz vom Mount Inari. Ab geht's zu Spot Nummer 6, der im Grunde einfach die Straße runter ist, und zwar Chichi Mentaki. Das ist sozusagen eine Wasserquelle, wo Leute sich manchmal rituell reinigen. Die ziehen sich dann um, ziehen da auch spezielle Outfits an und können sich dann unter dieser Quelle spirituell reinigen. Aber nicht nur ist es der Ort selber, der so besonders ist, weil er kaum findbar ist und so ganz verwoben und ganz im Dschungel drinne und total dunkel, sondern dort lebt auch ein Mann, ein Schreiner, der seit 40 Jahren dort ein Haus hat. Ein Mann mit einer unglaublichen Erfahrung mit anderen Touristen, mit Leuten, die dorthin kommen, ihn besuchen haben und sich dort unten direkt an der Quelle in der dunkelsten Ecke auch in ein Buch eintragen können. Denn bei dieser Quelle gibt es so ein bisschen auch so halb eingestürzte Gebäude und es sieht ein bisschen aus, als wäre das mal Teil von irgendeinem Pilgerpfad gewesen. Und da gibt es ein Buch und auch einige Bilder an der Wand und so, wo sich Touristen eintragen können. Gehört für mich zu einer der faszinierendsten Orte, die ich in Japan überhaupt gesehen habe. Total lost im Nichts, aber doch kann jeder dahin gehen. Absolut mythisch, Freunde, müsst ihr mal vorbeigehen. Und wenn ihr die Chance habt, mit dem Mann zu sprechen, bitte gerne auch mit ihm sprechen. Bitte nicht an der Tür klingeln, den Mann unnötig stören, denn wenn jeder, der dieses Video sieht, dahin geht, ist es natürlich ein bisschen viel für den Guten. Aber solltet ihr euch da bewegen und solltet ihr ihn sehen, gerne mal ansprechen. Der ist für ein Gespräch immer offen. Vielleicht zeigt euch auch die Werkstatt. Wirklich, wirklich bemerkenswert. Sehr interessante Persönlichkeit. Sehr interessanter Ort. Absolut ruhig. Und viele Leute gehen da nicht hin. Mein Secret Spot Nummer 6. Secret Spot Nummer 7 und der letzte Secret Spot auf der Liste. Eine absolute Empfehlung. Der Bambuswald. Ja, der Bambuswald in Kyoto ist eigentlich Arashiyama. Der ist bekannt dafür, ja, in Kyoto der Bambuswald zu sein, den man sehen sollte. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, denn ich habe Arashiyama bestimmt über 10 Mal besucht und muss immer wieder sagen, gerade im Hochsommer, gerade zur Touristenzeit, ist dieser Wald immer sehr voll und man kriegt eigentlich gar nicht so ein bisschen den Spirit, den man sich immer von den Bildern so erhofft. Ich selbst habe dort Bilder machen können, komplett leer, komplett verlassen, und dadurch kam auch so ein bisschen der Spirit dieses Ortes zurück. Aber da ich euch nicht im Regen stehen lassen will, euch einen Spot geben will, der meiner Meinung nach vergleichbar ist oder vielleicht sogar besser. Hier ist Secret Spot Nummer 7, der bessere Bambuswald, den ihr findet, wenn ihr von Secret Spot Nummer 6 einfach hier diesen Weg runterlauft. Und wenn ihr diesem Pfad folgt, dann findet ihr auch einige kleine Schreine und Tempel. Übrigens, diese ganze Gegend ist sehr empfehlenswert zum Wandern. Dort könnt ihr euch komplett verlieren im Herzen Kyotos. Absolut empfehlenswert, Freunde. Eine Gegend, die nicht überlaufen ist, wo sich nicht viele Touristen einfinden. Die ganze Gegend als Secret Spot absolut empfehlenswert. Und hier an dieser Stelle, wenn ihr hier reinlauft, ja, in dieses Waldareal, seht ihr hier rechts und links diesen Bambuswald. Und das ist absolut fantastisch. Wenn ihr da drinnen steht, könnt ihr tolle Bilder machen. Es ist da eine absolute Ruhe. Und auch nach diesem Bambuswald ist es nicht so, dass ihr direkt wieder in die Stadt lauft, wo viele Leute sind, so wie bei Arashiyama, sondern eine ganze Weile bleibt ihr noch so ein bisschen in so einer lokalen Gegend, wo ihr das lokale Japan genießen könnt. Und auch nur, ja, ich würde sagen, zum großen Teil japanische Touristen trefft. Mein Secret Spot Nummer 7 und der letzte auf der Liste, der bessere Bambuswald hier in dieser Gegend beim Mount Inari. Mein Fazit an dieser Stelle ist ganz einfach. Desto schwieriger ein Secret Spot zu erreichen ist, desto schwieriger ein Touristenspot zu erreichen ist, desto weniger Leute finden sich dort auch ein. Wenn man dort mit dem Bus, mit dem Auto ganz leicht hinkommt, der Parkplatz direkt vor der Tür ist, dann muss man natürlich sagen, findet ihr dort auch die meisten Touristen. Ich dachte, an dieser Stelle teile ich mal 7 Secret Spots in Kyoto mit euch. Auch wenn ich euch vertraue, Freunde, ist es so, dass ich an der Stelle nochmal animieren möchte, diese Secret Spots natürlich sauber zu hinterlassen und euch da auch so zu verhalten, wie ihr wollt, dass sich andere bei euch in der Gegend auch verhalten. Mega laut sein, vielleicht sogar die Gegend verdrecken, sind alles Sachen, die man dort lieber nicht macht. Gemeinsam, denke ich, können wir dafür sorgen, dass der Tourismus in Japan diese Land finanziell gesund hält, aber nicht dazu führt, dass einige Städte und einige wunderschöne Städte wie Kyoto vor allem immer lauter, immer voller und immer dreckiger werden und so viel kaputt geht, wie in den letzten Jahren kaputt gegangen ist. Lass uns gemeinsam für ein besseres Verständnis im Bereich Tourismus sorgen und die versteckten Juwelen unserer Lieblingsländer gemeinsam entdecken. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.